endlich mal jemand, der mitdenkt. Bist du eingestellt? So, meine Lieben, wir sind heute beim Fansport in Leipzig und der Sven, der wird uns heute einfach mal ein bisschen was erklären in Sachen Kanu, weil einfach reinsetzen und lospaddeln ist nicht, oder ist doch? Doch, aber na klar, gibt's noch ein paar Sachen zu beachten natürlich, logischerweise. Erstmal hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Sehr cool. Grüß dich. Kanu Fansport aus Leipzig. Wir haben unseren Shop seit 11 Jahren jetzt mittlerweile. Und jetzt zu deiner Frage, also die Antwort. Wir bauen unser Sortiment so ein bisschen so auf, dass jeder paddeln gehen kann. Also es gibt bei uns nicht nur Kajaks für 3.000, 4.000 Euro, also ja, so für die Profis, sondern die meisten Kunden, die zu uns in den Laden kommen, die wollen wirklich auch mal ein günstiges Boot kaufen, weil sie damit starten wollen mit dem Sport. Kajakfahren ist vielleicht nicht ganz so, populär, wie, keine Ahnung was, wie Stand-Up-Paddleboarden zum Beispiel momentan. Aber ist im Kommen, wenn ich dich so... Ganz, ganz viele Kunden, die Kajak fahren wollen. Oder Kanu, Kanadier. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was der Unterschied ist zwischen einem Kanu das und einem Kajak. Das wollte ich dich eigentlich fragen. Das ist eine sehr interessante Frage. Also wir haben günstige Boote, Boote, die man auseinanderbauen kann, also gut verstauen kann, gut laden kann. Mhm. Und wir importieren auch Kanadier zum Beispiel so für den Verleih, haben ein recht breites Sortiment. Dann würde ich doch mal sagen, wir fangen mal mit der günstigen Alternative an. Wo kann man am besten einsteigen, sag ich mal, vom Preis her, was auch so für Körpergröße, weil ich denke, das wird auch immer entscheidend sein, Körpergewicht zum Beispiel, und so weiter. Super wichtig. Und hier seht ihr ja ein Lebendmodell, 2 Meter, also das, da gibt es nicht 1000 Kajaks für, wo so ein Kerl reinpasst. Stimmt, ne? Ich muss die ganze Zeit, ich hoffe, dass ich keine Nackenstarre bekomme. Aber stellt euch vor, ich habe nochmal 20 Kilo mehr. Ne? Also so Leute gibt es ja auch, die dann 2 Meter groß sind, 120 Kilo wiegen und eine Schuhgröße 50. Ja. Und da gibt es ja natürlich spezielle Kajaks. Aber ich weiß nicht, ob ich euch mal was zeigen kann hier. Ja, gerne. Hier geht's los mit einem Kajak-Set und das ist exakt von dem ich gerade geredet habe. Da gibt es für 429 ein Boot, wo so ein langer Kerl reinpasst. Da ist eine Spritzsäcke dabei, da ist ein Paddel dabei, also reinsetzen, los paddeln. Und das ist jetzt so ein sogenanntes Einsteigermodell, sag ich jetzt mal. Das ist ein absolutes Einsteigermodell. Jemand, der Kanu-Rennsport betreibt zum Beispiel, der wird sowas nicht paddeln. Okay. Aber das ist eben für den, der mal aufs Wasser gehen will, ein schöner Anfang vielleicht. Ja, und jetzt auch nicht so, dass man jetzt so kippt schnell oder... Die sind super kippstabil, ja, die Verleiher ja richtig, benutzen ne? solche Boote auch. Ja. Ah ja, super, schön. Jawohl. Kann ich das mal kurz mal so mal hochheben, um mal zu Kannst sehen? Kannst du, ist auf dem Ständer, aber ich glaube, es ist festgemacht, es wird wahrscheinlich... Ah, Basti, mach nicht so viel, wir wollen nicht gleich wieder einen Kanu mitnehmen. Also du wolltest... Das machen tatsächlich auch viele Leute, dass sie so ein Boot mal anheben, weil sie es selber aufs Autodach bringen wollen. Also soll nicht so schwer sein. Der hier hat so 20, 21 Kilo. Ah ja, schön. Also können wir in unserem Alter auch noch heben. Rücken frei heben, ohne Schmerzen. Genau. Ja. Hier ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Wollte ich gerade sagen, ja. Als Zweier, also... Wie lang ist das? Der ist 3,80 Meter. Mhm. Kurz, muss man eigentlich sagen. Das ist eins der kürzesten Zweier, die es so auf dem Markt gibt. Hat aber trotzdem sehr viel Platz. Ich zeige euch mal was. Ja. Weil 2 Meter Lebendpaddler passt hier gut rein. Perfekt. Ja. Denken viele nicht. Und jetzt geht's los. Ich zeige dir mal, weil ich setze mich mal hin. Genau. Rein. Ha? Dann können wir nämlich beide schon mal ganz dezent lospaddeln. So, ihr Lieben, ihr seht, auf geht's. Ja. Wir machen schon mal los. Svenny, du musst aber auch ein bisschen paddeln, ja? Ja, also sehr schön. Und bei welcher Preisklasse sind wir hier eigentlich? Das ist, hier steht es auch, weil wir auf einer Messe sind, 6,49, also auch ein super geiler Preis für viel Boot. Hier gibt es sogar noch eine Option, hier gibt es einen Kindersitz, also da kannst du ein kleines Kind mit reinsetzen. Ah, okay, cool. Geht aber wirklich nur bis 3, 4 Jahre. Ja. Und wenn du ein Kind reinsetzt, auch
ganz, ganz wichtig, dass man da eine Kinderweste, also dass man das Kind schützt, wenn es reinfällt. Schwimmweste oder so. Dass du eine Schwimmweste anhast, eine richtige Rettungsweste beim Kind. Ja, okay. Aber das ist doch allgemein eigentlich auch, dass man hier so oder so mal eine Schwimmweste tragen sollte, oder? Oder absolut, ist das? Absolut. Also das empfehlen wir immer. Es gibt bei uns in Sachsen, ich glaube bei euch in Brandenburg ist das auch so, sogar eine Schwimmwestenpflicht. Ja. Also wenn man unter 8 Grad Wassertemperatur paddeln will, dann muss man eine Schwimmweste tragen. Mhm. Also die Wasserschutzpolizei guckt da auch nach. Ja. Habt ihr gehört? Das wusste ich nämlich noch gar nicht. Das unter 8 Grad? Das nicht. Ja. Also das wusste ich auch nicht mit den 8 Grad. Also ich weiß im Alter, dass bis 12 Jahre... Ich habe zwei Schwimmwesten für euch da, also und ein EC-Gerät. Sehr gut. Jetzt noch eine Frage von meiner Seite. Hier sehe ich noch ein ganz interessantes Modell. Ja, genau. Wenn wir da vielleicht auch mal drauf einigen können. Das zeige ich euch mal. Das sieht so aus, als ob man das auseinanderbauen kann, oder? Das ist tatsächlich der Witz an dem Teil. Das ist das Netzeck, so heißt das Boot. Aha. Das wird übrigens auch in Deutschland produziert. Ja. Das ist ein deutsches Schiff. Okay. Made in Germany. Genau. Und der Witz an dem Teil ist, dass man hier, guck mal, das blaue Teil, was da liegt. Ah. Das kann man da einsetzen. Das heißt, du kannst es als Einer paddeln und als Zweier. Ich zeig euch mal, wie das auseinander geht. Hier gibt es so eine Schnalle. Ach, cool. Ja, genau. Super, danke. War endlich mal jemand, der mitdenkt. Bist eingestellt. Und einmal rum und klickt, fertig. So, super. Was sind Zweier? Geil, oder? Ja, riesengeil. Und vor allem kann man so viel transportieren, denke ich, ne? Wenn man die auseinander nimmt, die Teile. Also ihr seht, jetzt ist das Ding 5,60 Meter lang. Ja. So viel Platz hat man in Berlin in der Garage nicht. Nee. Meistens. Nee. Und viele wollen es auch gar nicht aufs Autodach tun. Und dann kannst du das eben in den Golf zum Beispiel, Sitzbank umklappen, kannst du das Ding nebeneinander reinlegen, passt wirklich in den Golf rein. Also das können wir gerne mal ausprobieren, mein Golf Cabrio. Haben wir ganz wenig Platz. Jetzt packst du mich nach dem Golf Cabrio. Ist das, da passt halt nur ein Kassenbier rein. Ja, aber so hoch kann, passt das schon. Nee, aber das ist eben ja so eine Innovation. Es gibt noch mehr Boote, die man auseinanderbauen kann. Also, mhm. Von Point 65, da hinten steht was. Ja. Also das ist ein bisschen kürzer, ein bisschen breiter. Der ist recht schnell, also schmal schnell. Und dann gibt es eben auch noch kippstabile Boote etc. Mhm. Und da sind wir preislich, sehe ich jetzt auch schon gerade. Sowas kostet, so wie jetzt hier aufgebaut, 2.200 Euro. Okay. Wie lange hält denn sowas eigentlich? Als Zweier. Okay. Und wie lange hält denn sowas eigentlich? Oder gibt es auch so eine Art Garantie darauf? Wie ist das eigentlich? Naja, ich sage mal, so ein Boot wird uns vielleicht überleben. Ah, okay, alles klar. Wenn das ein bisschen ordentlich benutzt, das ist ein PE, ein Polyethylen, also ein sehr, sehr haltbares Plastik eigentlich. Und das hält super lange. Ja. Man muss es halt pflegen, wie mit allem. Ne? Ja, also sehr, sehr doll eigentlich gar nicht. Ich würde es ab und zu mal abwaschen, wenn es schmutzig ist oder so. Ja, ja, also mal abgekehrt, wenn es gut. Okay. Aber ich sehe da noch was anderes. Damit könnte man durchaus, sag ich mal so, wenn der Perry ordentlich in die Pedale reintritt, könnten wir Wasserskifahren vielleicht ermöglichen. Ach so. Lass es da mal hin. Ja. Aha. Das ist ja auch interessant. Ach, das ist ja gleich richtig sportlich, ne? Was ist denn das, Svenny? Nach was sieht es denn aus? Na, das sieht jetzt aus, dass man hier Fahrrad fahren kann. So ein bisschen paddeln. Braucht man kein Paddeln? Oder? Auf jeden Fall hier noch die Tränkehalter jetzt auch. Es ist ein Paddel an Bord. Ja. Also hinten steckt es. Aber die Idee ist hier, es ist tatsächlich ein Angel-Sit on top, sagt man dazu. Also ja. Sit on top ist eben ein Kajak, in dem man oben drauf sitzt. Und die Angler, die mögen sich tatsächlich gerne anschleichen an die Fischschwärme. Und das kannst du hiermit. Ich bin jetzt auch kein super Angler, aber ich habe mir das erklären lassen von den Anglern, warum die da so scharf drauf sind. Hier kannst du eben tretend dich nähern, dann kannst du aufstehen, der ist sehr kippstabil, der ist 1 Meter breit. Mhm. In dem kannst du wirklich stehend angeln, also so kippstabil bist du. Dafür ist das gemacht, ja, genau. Klar. Ja. Okay, und wie längst du den jetzt, wenn du jetzt hier paddelst? Dann hier ist ja. Unten, da hinten okay. Jetzt was, da hast du so ja, eine, ja. So ein Steuer, eine Steuerrichtung. Ja. Ach, cool. Clever.
Wartet alle. Also kannst du wirklich 10, 11 km/h kannst du da. Kommt davon, wie schwer du drin trittst, was du für Beine hast, wa? So, und dann habe ich ja noch was gesehen, was mich ja interessiert. Ja. Die Geschichte, was ist jetzt schon, der. Das ist schon altklassisch, oder? Das ist altklassisch, ja. Sagt man dazu noch Kajak, Kanu? Gibt es da einen Unterschied? Ja, was ist überhaupt der Unterschied? Hat man eigentlich schon erwähnt? Nee, weiß ich gar nicht. Das war, hat mich auch interessiert. Hat man das schon erwähnt? Nee. Nee, warte mal, jetzt muss ich hier irgendwie, sonst kann ich mich nicht umdrehen. das ist jetzt tatsächlich ein Kanu. Ja, oder ein Kanadier, wie wir Deutschen sagen. Ja. Und das Kanu wurde entwickelt im Gegensatz zum Kajak als Lastenschiff. Also hiermit hat man viel Gepäck oder Lasten transportieren können. Und das ist ein Kajak. Und ein Kajak paddelt man mit einem Doppelpaddel. Ja. Und ein Kanu paddelt man mit einem Stechpaddel. Das ist tatsächlich der Unterschied. Und damit haben früher die Inuits gejagt, Wale. Und hiermit hat man Lasten transportiert. Wale hat man damit gejagt. Genau, das ist der Ursprung des Kajaks tatsächlich. Interessant. Ja. Da haben wir wieder was gelernt, Basti. Ja. Gut, dass ihr da seid. Ganz genau. Aber ich stelle mir das nur gerade bildlich vor, wie man damit bitte schon Wale fangen könnte. Also das, aber es muss ja auch nicht funktionieren. Ist ja Gott sei Dank auch heute nicht mehr so. Ja, also heute geht es ja um den Paddelspaß. Ja. Aber das ist der Ursprung. Ja, also die Boote unterscheidet tatsächlich die Art des Paddels. Also ein Kanu ist ein Stechpaddel und ein Kajak ist ein Doppelpaddel. Und was hast du dieses Jahr gemacht? Da warst du doch mit Drachenbootrennen. Drachenbootrennen. Das ist ja auch so ein Einarmiger. Das ist ja auch so ein Einarmiger, genau. 10 Mann wahrscheinlich. Ganz genau. Ganz genau. Die eine Seite hier, die andere Seite da. Und das soll man nicht unterschätzen, was man da 50 außer Meter Puste ist. Okay. 50 Meter vor der Ziellinie, du, da habe ich gedacht, ich sterbe. Ja. Aber die anderen im Schiff aber genauso. Okay. Svenny, und wenn man jetzt ungeübt ist, sag jetzt mal, wie weit schätzt du denn, kann man jetzt so einfach aus der Kalten, ich sage, ich habe jetzt Bock und will jetzt aufs Wasser, wie weit, was schätzt, halbe Stunde und tun die Arme weh oder kann man eine Stunde oder was? Das ist wie beim Laufen. So wie du deine Kraft einteilst, also geht das. Du kannst natürlich pullen. Es gibt breite Paddel, mit denen du richtig ziehen kannst. Ja. Der Kanu-Rennsportler hält sich dann rechts und links am Boot fest mit den Knien. Mhm. Dann hast du natürlich dein Boot und kannst richtig pullen, richtig ziehen. Ja. Und das geht richtig auf die Pumpe. Also da kann auch bei dem einen oder anderen hier, wenn man raucht oder so, ne? Ja. Das ist man vielleicht schon nach 10 Minuten durch mit dem Thema. Aber entspannt mit so einem langen Boot, entspannt kannst du den ganzen Tag paddeln. Ja, also. Okay. Aber eine Sache, glaube ich, sollte man auch nicht vergessen, die Sonnencreme. Weil zum Beispiel, im Hochsommer, das sollte man auch nicht unterschätzen. Ja. Ne? Okay, nehme ich mir den Sortiment auf. Gute Idee. Joa. Haben wir so. Das noch? Nee, eigentlich haben wir jetzt erstmal soweit. Genau, also das bringt es auf den Punkt. Ja. Für jeden ist was da. Definitiv. Und bei uns geht es nicht um Kanu-Rennsport, sondern eher um die entspannte Paddelgeschichte. Und man trifft dich in Leipzig. So sieht das aus. Da in Magdeburg und in Berlin. Ja, auf der Bootsmesse. Die Boote auch deutschlandweit. Ach so, genau, das wollte ich sagen. Habt ihr eine Webseite, einen Online-Shop? Wir haben einen richtigen Online-Shop, kanu-rennsport.de. Aber es ist natürlich super nett, wenn man zu uns in den Laden kommt. Na klar. Reinsetzt, man muss das fühlen. Ja. Wie auf dem Fahrrad, mal aufsetzen, mal reinsetzen und es probieren. Man muss sich in so einem Boot auch wohlfühlen. Das ist auch wichtig. Genau, schön. Das ist richtig persönliche Beratung. Das ist das A und das O. Genau. Ja, da würde ich sagen. Super cool. Das war sehr, sehr informativ, hat uns auch Spaß gemacht. Also, Svenny, wir bedanken uns bei dir. Weiterhin viel Spaß und vielleicht viel Erfolg. Müssen wir nochmal machen. Gute Geschäfte. Alles klar. Okay, in dem Sinne, danke, ciao. Tschüssi.